Es gibt Sprichwörter, die eindeutig darauf hinweisen, dass Menschen wissen, wie wertvoll Salz ist, wenn man sagt, Salz ist die beste Würze oder Salz und Brot macht Wangen rot oder so etwas. Dann weiß man schon, Salz ist wertvoll, Salz ist gesund. Oder dieses Märchen von König Drosselbart zeigt ja eindeutig, dass die Leute wussten, wie hoch Salz geschätzt werden muss. Und wie ist es zu diesem Verfall gekommen, dass den Menschen, die heute diese Sprichwörter immer noch benutzen, gar nicht mehr wissen, was dahinter steckt? Das hat sicherlich zwei Gründe. Das eine, sprachen wir schon drüber, ist die ständige Verfügbarkeit erstmal. Also es ist ein Produkt wie, oder fangen wir um anders an, wenn du in der Wüste bist, du hast kein Wasser, dann weißt du erst, wie wertvoll Wasser ist. So ähnlich ist es mit Salz. Überall bekommt man Salz, in jeder Ecke. Wir streuen es sogar auf die Straße, damit wir nicht ausrutschen und die Autos nicht verunglücken. Da kann man das mal sehen. Aber Salz hatte natürlich vor noch gar nicht so langer Zeit, also wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt, ist das noch gar nicht so lange her, Jahrtausende lang die große Bedeutung, weil man erkannt hat, dass es ohne Salz ja nicht geht. Das ist bei allen Lebewesen so, nicht nur bei Menschen so. Also auch Tiere brauchen Salz.